Auswahlkriterium waren, dass sich die Werke in irgendeiner Weise mit dem mit Lebendigen, mit den Konzepten des Lebens auseinandersetzen oder Lebensmotive aufweisen. Wir haben auch lebendige Werke dabei, also wir haben Mikroorganismen, die beispielsweise heranwachsen während der Ausstellung. Wir haben ein von einem Künstler selbst produziertes Ei aus Sperma, das sozusagen quasi lebendig jetzt hier durch einen Gefrierschrank am Leben erhalten wird. Wir haben aber auch wachsende Ausstellungsobjekte, die während der Ausstellungsdauer sich vergrößern, also eine Harnstofflösung von Gerner Steiner und Jörg Lenzlinger aus der Schweiz, die also heranwächst und immer weiter gepflegt und gehegt werden muss während der Ausstellung. Sozusagen auch eine sehr ernste Sache. Ja? Also es ist auch, es geht um Prozesse, die das Leben auch erhalten, die Reproduktion und dergleichen. Also die Arbeit von Brad Downey spielt natürlich ganz, ganz gezielt auf die Reproduktion, auf das, wie sich Leben vervielfältigt, über das Verhältnis von Eizelle und Samenzelle. Und das ist aber auch hier noch zusätzlich ein bildhauerischer Impuls mit eingebaut, die Arbeit von Patricia Piccinini beispielsweise setzt natürlich auch Schockeffekte frei, aber das bleibt dann eigentlich stehen. Also es geht auch immer darum, dann auch ein Denken über die Sachen anzuregen und die auch damit eigentlich einzufangen. Der Ansatz ist ja auch ein plastischer. Also wir sind hier in einem Bildhauermuseum und die Ausstellung wurde konzipiert anhand eines Skulpturenbegriffs. Also es ist immer wieder zurückgeführt werden auf Formprobleme und auf Materialprobleme. Also das war ein ganz wichtiges Motiv, dass wir hier keine Laborkunst oder sowas zeigen, sondern auch immer auch eine bildhauerische Behauptung im Raum.